Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout 4 und Dogmeat hat anscheinend etwas gefunden. Ja, was denn, mein Kleiner? Hier ist doch nix. Ich sehe hier nur ein Dach. Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Was ist los mit dir, Hund? Penny hat einen Laden? Wieso kann ich da nie einkaufen? Die beste Gemeinschaft im ganzen Commonwealth. Naja, ich schlaf erstmal, ne? Würde ich sagen. Vielleicht kann man tagsüber einkaufen. Ach ja, guten Morgen, die Damen und Herren. Neuankömmling. Willkommen. Willkommen. Also es ist Talia. Noch ein neues Gesicht. Siedler, Tetanli, da ist die Ärztin. Brauchst du ärztliche Hilfe? Dann lass es mich wissen. Nein, ich brauche dein Geld. Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Okay, aber übertreib es nicht mit den Camps. Ach, die hat wieder... Ach, das ist ja wunderschön. Die hat wieder Sachen. So, Automatik-Institutspistolen und, Junk Jet ist eine gute Waffe, ja. Verkaufe ich aber, weil ich mit sowas nichts anfangen kann. So. Institutsgewehr. 10er Automatikpistole. Nee, dann lieber langsam schießen. Molotov Cocktails. Meine Hilfsmittel. Sortiere ich mir nach Wert. Verkaufen wir halt doch lieber Jet. Stimpaks 30 Stück habe ich. Ui. Hundefutter in der Dose. So, jetzt sortiere ich mal nach. Ja. Nach was? Ich kann das nicht nach Heilungsstärke sortieren. Das ist ja super. Meine Munition. Ha, genau. Ich brauche keine... Welche Waffen habe ich denn nochmal? Okay, ich brauche also keine Fusionszellen. Vielleicht könnte ich alternativ auch die Stimpaks erstmal kaufen. Und Wet Away würde ich noch kaufen. So. Dann kann ich noch die Munition. 38er Munition, brauchte ich die? Auch nicht. Es ist einfach mal so hier die häufigste Munition, die es gibt. Ein Fusionskern. Brauche ich nicht. Teslas Forschung. Ein bisschen von den kaputten Sachen vielleicht, die jetzt nicht so viel bringen. Und hier, warte, ich mache das mal nach Gewicht. Nuka-Cola zum Beispiel. Würde ich machen. Und, Fleisch und Bohnen. Fleisch vom Mischlingshund. Gegrillte Rettkakerlake, Hundefutter. Mr. Purimaya-Lorkfleisch. Mutantenhundefleisch. Halt die Sachen, die echt noch was wiegen. Dann brauchen wir auch. Die braucht Zellen. Fusionszellen. Ach so. Ja, dann verkaufe ich die auch. Das ist die, die 4 Schaden macht. Obwohl, eine davon reicht doch, oder? Finde ich. Wie unterscheiden die sich in den Reichweiten? Guck mal, das hat eine hohe Reichweite.
Boah, auf hohe Reichweite würde ich eh nicht schießen. Ich bin so wirklich jemand, der ganz nah rangeht. Ja, komm, da verkaufen wir die. Da verkaufen wir die auch. Zusammen mit der Munition. Ich kann den Handel noch nicht annehmen, weil... warte. Nee, abbrechen. So. Ja, annehmen. Genau. Bestätigen wir das. Dann habe ich zwar wenig Geld, aber ich habe 40 Stimpaks, hallo? 40 Stimpaks, die mich problemlos heilen. Und ich kann auch ein paar Sachen hier, die kaum heilen. So was wie Mais. Klingenkorn. Karottenblume. Halt sowas. Hirnpilz. Wilde Mutterbeeren und sowas. Ja. Damit wir nämlich auch immer ein bisschen der Geld dabei haben. Oh Gott, jetzt habe ich für den Handel der wieder schon 7 Minuten. Das ist so schlimm, wenn es keine vernünftigen Händler gibt. Beziehungsweise, ich muss auch noch fahren, Heilschen noch ein bisschen skillen. Ein Feilschen, damit ich für meine Verkäufe mehr Geld kriege und natürlich beim Einkaufen weniger Geld ausgebe. Wobei das, wenn ich mehr Geld bekomme, würde mir schon reichen, weil dann bin ich ja irgendwann schon reich. Steht da ja. Huch. Mein Schrott hier, gesamten Schrott lagern. Dann haben wir das auch. Flaschenkürbis könnten wir uns theoretisch hier drum kümmern. Aber will ich das? Dogmeat hat etwas gefunden. Ja, was denn, Dogmeat? Ja. Was denn, mein Kleiner? Was denn? Ja. Ja, sag mal. Eine Pistole. Ja, ist da gut, mein Kleiner. Ist das nicht gut? Hast du brav gemacht. Hast du brav gemacht. Semper Invicta. Ja. Okay. Wir müssen eh zur Polizeiwache von Cambridge. Dann können wir auch eigentlich gleich das Ding mitmachen. So, warum habe ich jetzt so lange nicht geredet? Das weiß ich auch nicht. Daten, Semper Invicta. So, gehen wir da rein. Polizeirevier von Cambridge. Lalalala, wieso hört man meinen Stuhl gerade so laut? Schön, dass Sie noch leben. Hat es geklappt, Sir? Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben den Sender. Endlich mal gute Neuigkeiten. Gute Arbeit, Sir. Ich habe das nicht allein geschafft. Halen. Gut. Was? Wilde Paladin Dance. Gut, Obst, du bist zurück. Mit einer Halen, Breeze, begrüßt den neuesten Rekruten des Erkundungsteams. Hallo. Er ist ziemlich vielversprechend. Und mit der richtigen Führung hat er das Zeug dazu, einer der Besten zu werden. Ja, ganz bestimmt. Erkundungsteam? Erkundung, was? Also, wonach suchen wir? Mach dir da mal keine Gedanken drüber. Sprich mit Rice und mir, wenn wir hier fertig sind, dann erklären wir dir alles. Also hast du beschlossen zu bleiben, was? Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. So ist das wohl, wie man sich in den Leuten täuschen kann.
Bist du sauer, wenn ich bleibe? Vielleicht. Wir haben schon genug damit zu tun, Mutanten und wilde Ghule auszuschalten. Ich brauche nicht noch was, um das ich mir Gedanken machen muss. Reese, das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du? Du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner. Wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. Ja, aber natürlich. Genauso wie die bindende Kette. Willst du mir diesen Verhaltenskodex beibringen? Wenn du während der Mission bei ArcJet aufgepasst hast, dann kennst du einen Teil davon bereits. Der Rest wird sich ergeben, wenn du Zeit mit deinen Kameraden verbringst. Okay, ich weiß, dass du loslegen willst. Also komme ich direkt zum Punkt. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Bevor ich dich für weitere Aufgaben zu Halen und Reese schicke, gibt es noch eine Sache zu erledigen. Von diesem Tag an sollst du den Rang Anwärter tragen. Das ist nur ein Ausbildungsrang. Höhere Ränge darf ich nicht vergeben. Nicht erlaubt? Warum darfst du mich nicht über den Rang des Anwärters hinaus befördern? Nur ein Ältester kann einen Anwärter weiter befördern. Sobald der Sender läuft, kann ich mich bei meinen Vorgesetzten melden und schauen, was ich tun kann. Okay. Danke. Danke. Du musst dich nicht bedanken. Erfüll einfach weiter deine Pflicht, Soldat. Ad Victoriam, Anwärter. Er weiß doch nicht mal, was das heißt, Halen. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Komm, das ist einfachstes Latein. Niederlage nicht hinnehmbar, denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merk dir das. So, und jetzt melde dich bei Halen oder Reese für deine nächste Aufgabe. Wegtreten, Soldat. Sir! Ach ja. Bei Halen oder Reese. Aber das machen wir wirklich später. Semper Invicta. Ich kenne nur Semper Video. Und weißt du, was ich so lustig fand? Ich habe so die ersten Testberichte jetzt schon gelesen von Fallout 4. GameStar zum Beispiel hat sich über die Ladebildschirme beschwert. Dass sie doch teilweise eine Minute ging. Wenn okay, ich kann GameStar nicht ernst nehmen, weil das ist für mich ein lächerlicher Laden. Wieso kann ich Tab nicht öffnen? Das ist für mich gerade lächerlich. Mein Pip-Boy. Ja, hallo?